Hallo und herzlich willkommen zurück zu Warlords Battlecry Nummer 2. In der letzten Folge haben wir die Mauer erstürmt, einer unglaublich labyrinthartigen Konstellation aus Wäldern und Bergen, wo wir nicht hindurchkommen konnten, außer mit Fernkampfeinheiten. Und haben es auch letztendlich dann geschafft gegen zwei Titanen und wir spielen jetzt gegen die Orks, ihre Hauptstadt, mit den Dunkelelfen. Genau. Ich gehe wieder auf magische Verteidigung. Und er. Du machst Charme und ich wandle um und ich erkläre wieder einiges. Diese Wisps haben die Baufertigkeit 11 und können nicht in Minen eingesetzt werden, was scheiße ist, aber dafür haben sie wenigstens einen passablen Fernkampfschaden und Fernkampf überhaupt. Den Schattenturm, die Haupteinheit, Hauptgebäude der Elfen, machen wir da mal. Das sind Türme, die haben Feuerschaden Dies ist und jetzt unser das ist jetzt Besitz. unser Besitz, genau. Ja genau, dann kann ich noch nichts entwickeln, schade, und ich kann jetzt auch nicht da reingehen. Ganz genau. Die Besonderheit ist, dass vier Wisps zusammengehen können, um einen Große alten Taten Wisp zu erwarten bilden. uns. Aber jetzt noch nicht, weil da brauche ich die Fähigkeiten noch dazu. Also vier Wisps zusammen mit dieser alten Wisp-Fähigkeit für 100 Kristalle können dann in einen alten Wisp umgewandelt werden. Und der produziert, wie schon gesagt, genauso viel Kristalle wie eine Kristallmine Stufe 2. Das heißt pro Sekunde eine Einheit. Haben wir es dann mal. Ja, wir brauchen, damit wir Einheiten beschwören können, diese Runen. Die Rune von Neue Cielos Armeen oder und Kielos Gebäude ermöglicht uns die verfügbar. Produktion von Schützen. Aber erstmal gehen wir auf Schattenturm Stufe 2 und danach auf die Rune. Jetzt können wir den Baum des Schmerzes quasi bauen. Und bei den Elfen ist die Besonderheit, dass sie alle Wisps als Baudings haben, Bauernheit. Und dass sie alle so einen Baum haben, wo man ihre gesamten Einheiten dann beschwören kann. Nämlich die Infanterieeinheit, die dunkle Infanterie. Den dunklen Schützen, da braucht man die Rune dafür. Den dunklen Reiter braucht man auch eine Rune dafür. Den dunklen Hexer, oder nur Hexler, Hexer, nicht Hexler, kein Gartenhexler, da braucht man hier die Rune für die Zauberer. Die Assassine braucht man die Zauberrune und noch eine andere Rune. Und bei dem schwarzen General braucht man gar keine Rune, da braucht man nur die Garde. Das unterscheidet sich jetzt ein bisschen, weil nämlich quasi man nur die Fähigkeit hier Neue einmal Armeen produzieren muss und dann kann verfügbar. man immer Schützen entwickeln. Hier haben wir übrigens eine alte Neue Gebäude Wisp-Fähigkeit verfügbar. und hier die Rune für die Kavallerie. Genau, jetzt muss man nämlich nicht immer ein Gebäude der Stufe 3 oder 4 haben, zum Beispiel, dass wir bestimmte Einheiten produzieren können. Ich setze mich anders hin. Ah, besser. Sondern man muss diese einmal entwickeln und kann dann auch ohne Hauptgebäude mit Bäumen Einheiten produzieren. Gut, das war's dazu. Dann mache ich mir ein paar Golems. Nur so zum Spaß, dass ich einen Mana verschwende. Dann bauen wir die Gruft. Da kann man Spinnen entwickeln. Die sind ziemlich fies, aber auch praktisch. Deswegen machen wir das da. Und ich baue mir hier einen Übungsplatz. Da kann man die Schützen aufwerten. Und ich mache mal sehr schnell, weil ich eh kaum Widerstand habe. Beim Übungsplatz, das kennen wir, Pfeilmacher-Bogenbau von den Menschen. Und Brandpfeil kennen wir auch von den Ich Menschen. baue Also den das gleiche wie. Schmerz anderer. Dies ist jetzt unser Besitz. Genau, das gleiche wie bei den Menschen. Neue Armeen verfügbar. Danke, Frau. Nämlich die Skelette. Einfache Infanterie der Untoten, die kann man hier komischerweise auch machen. Und die Spinnen verfügen über ein sehr starkes Gift. Ich brauche den Schmerz Machen wir anderer. beides. Und hier haben wir noch das schwarze Siegel. Plus 3 auf Resistenz gegen Gift, Krankheit und psychologische Einwirkungen. Wie zum Beispiel Auflauschangriffe aus Chaos der Nähe. oder Furcht oder sowas. Genau. Plus 6 und plus 9 Resistenz. Was jetzt Resistenz genau ist für einen Wurf, das weiß ich nicht. Aber es ist minder widerstandsfähiger. Ist auch nicht so wichtig. Bestimmter Schutz dann. Und das Begräbnis ermöglicht es ihnen, Grabsteine zu bilden. Abgeschlossen. Eine billige Quelle für Skelette, Der nämlich Auflauschschatten dass aus sie dieses der Gebäude, Nähe. Ich dass wir brauche noch den nicht Schmerz auswählen können, genau. anderer. Bin auf dem So. Weg. Morus Dann Elkonda können wir auf schon mal ein dem bisschen Weg. erkunden. Leid. Wie lautet der Plan? Nämlich, machen wir es so Ohne genau. Eile zum Ziel. Machen wir uns auf den Weg. Und Ich brauche den jo, den Schmerz alten Wisp können wir jetzt anderer. schon mal machen, oder? Genau, vier Wisps nehmen oder auch mehr. Dann werden aus vier Wisps ein Alter. Genau, hier produziert 11 Kristalle pro Sekunde und Forschung kann auch bauen. abgeschlossen. Also der ist ziemlich praktisch. Dann Baufertigkeit, wie Ich viel? brauche den Schmerz anderer. Steht gar nicht dabei. Okay. Aber egal. Und er hat halt mehr Kampfschaden und mehr Reichweite und so ein Quatsch und Geschwindigkeit. Ne, Geschwindigkeit haben die komischerweise mehr. Aber mehr Trefferpunkte auf jeden Fall. Und mehr Reichweite. Doppelt so groß, um genau zu Ich sein. brauche den Schmerz Jo, haben wir es dann anderer. langsam mal. Ich kann die andere Rune schon entwickeln und kann natürlich auch die Schützen entwickeln. Die haben Gerne. Stichschaden, ganz normal, und können hier opfern.
entwickelt, konnte erst später. Da hat nämlich jede Einheit dann, hoppla, mein Mikro, so besser, hat nämlich jede Einheit dann den Witz geopfert und hat hier pro Einheit 4% Wahrscheinlichkeit, einen Dämon zu beschwören. Wenn wir jetzt 4 nehmen, dann müssten es 16 sein, genau. 16% Wahrscheinlichkeit, einen Dämon zu beschwören. Kostet pro Einheit 5 Kristalle. Ja, du kannst mich schon mal hier entwickeln. Hier übrigens auch bei Veteranen, aber das ist ziemlich dumm dann. Also ziemlich jeder Einheit, außer bei Skeletten. Skelette sind untoten Infanterie und sind sehr resistent gegen Schosse. Warum auch immer, aber anfällig gegen Stichwaffen hier. Und Spinnen haben Giftschaden. Oh ne, Stichschaden, da können halt vergiften. Jo, haben wir es dann mal. Genau, Stufe 3. Und du kannst auch hier schon Reiter entwickeln, aber mit Gold. Jo. Man muss Elfen eigentlich fast immer mit Nekromanten oder Beschwörern spielen, weil man nämlich dadurch dann auch normale Arbeiter produzieren kann oder beschwören kann, die dann in die Minen reingehen, weil sonst wird es richtig ätzend, wenn man immer Minen umwandeln muss und da keine Einheit reinschicken kann. Noch ein Held. Die Gebäude sind zwar sehr schön. Ich knapp mir noch kurz die Mine hier. Und mach hier. Das sind die zwei wichtigsten Gebäude, würde ich sagen. Beziehungsweise es gibt eigentlich. Die drei sind sehr wichtig für die dunkle Elfen, sonst bleiben sie extrem schwach, würde ich sagen. Nämlich der Altar der Lehre und das Reformatorium, keine Ahnung. Hier kann man nämlich, ach ja, Sklavenhorde, wunderbar, kann man beschwören. Das heißt, man braucht keinen Beschwörer bei denen. Die können hier 10 Leibeigene, das kennen wir aus den, von den Dämonen her. Also hier sind halt 10 Leibeigene, denn vorher waren es 10 Quasiten oder 8 oder so, Quatsch, keine Ahnung. Blutrausch plus 2 auf Meuchelmord für alle Assassinen und der Dunkle Orden auch. Meuchelmord ist diese Chance des Instant-Tötens. Die können wir jetzt irgendwann entwickeln hier, oder? Schattenturm 3, genau, mit der Rune von Manos. Können wir die Zauberkundige erstmal entwickeln. Okay, Zauberkundige erstmal. Jo. Geh mal weiter. Und gucke mal, was die Orks denn so haben. Okay, ein paar lächerliche Gebäude. Da kriegen wir auch so hin. Platz. Da merkt man schon, wo der General denn zuschlägt. Okay. Okay, der ist ziemlich stark. Der ist nämlich Stufe 16 Kämpfer. Okay. Beziehungsweise die dunklen Infanterie ist einfach ziemlich schwach, sagen wir es so. Und bei diesem Altar der Leere kann man, glaube ich, hier. Der hat übrigens einen Fernkampfangriff. Gegen fünf, also wie ein Turm quasi. Können wir Mana-Beschwörung lernen, bis zu 300% kennen wir. Hexerei plus 15 und plus 30 auf Mana für die Zauberkundigen, die Hexer da unten, die wir irgendwann entwickeln werden. Das Opfern, das kennen wir. Opfert eine einfache Einheit, um den Boden zu beschwören. Und die Schattenblut plus 15 auf Schaden für Hexler. Hexler gesagt. Schattenblitz übrigens. Ist ja nicht so wichtig. Genau. Jetzt gucken wir erstmal, dass der Held da nicht alles für ein Fahrgerät. Ja. Haben wir einigermaßen geschafft. Aber mein Held ist gestorben. Mein Veteran. Also mein, wie hießen die, General, genau. Jo, haben wir noch was Schönes? Nein. Schade. Jo, dann greife ich einfach mal an. Bevor ich dann blöd rumstehe, greife ich einfach mal an. Folgt mir. Folgt mir, genau. Ach. Ja, gehen wir hin. Na. Ah, die haben irgendwie Giftschaden, die Schützen. Also, beziehungsweise Chance zu vergiften. Was ziemlich praktisch ist. Sonst nichts von mir Spezielles. Natürlich haben diese Gebäude jetzt, stumpfen Schaden, was sowohl gegen meine Golems als auch gegen meine Skelette extrem extrem effektiv, genau. Aber egal. Mein Held macht die Sache wieder wett. Und der Führerschaftsprom ist auch. Ich habe das Gefühl, das sind die letzten Orks gewesen. Hoffentlich, weil sonst schließe ich die Karte wieder viel zu früh ab. Und erkläre wieder nichts. Aber erstmal sammle ich ein paar Rohstoffe. Ja, ich brauche einen Mann. Ja, okay, die sind relativ lame hier. Mach ich mal kurz den Helden da passieren und krall uns die Steinbiene. Forschung abgeschlossen. Was war es denn für eine Forschung? Keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal die Sklavenhorde entwickeln, weil dann können wir unsere ganzen Minen vollstopfen. Und die Feuerfälle dauern noch.
Aber es ist eigentlich ziemlich blöd, weil da ist der Giftschaden, glaube ich, weg, oder? Von den... Dunkelheit durchschreitet das Land, genau. Ja, nee, mach ich das noch. Und kann dann, glaube ich, schon Spinnenkönigin entwickeln, genau. Verfügt über ein sehr starkes Gift und legt Eier, aus denen dann wieder Spinnen ausschlüpfen können. Das ist ziemlich geil. Wir gehen auf Stufe 4, sehr schön. Und können, glaube ich, einen Hexer machen, oder? Ja, genau. Hexer sind auch ganz schön praktisch. Dann machen wir mal auf magische Verteidigung. Weil wir hier nämlich Hexer entwickeln können. Also Magier halten oder so. Dann gucken wir mal kurz. Ah, Eisenmine, gut. Können wir auch nie genug haben. Nur was zum Tauschen. Bin auf dem Weg. Und ja, auch so. Aber der kann ziemlich gut ausweichen. Neue Gebäude. Und ist ziemlich schnell. Schattenturm, jetzt können wir die Assassinen irgendwann entwickeln, wenn wir diese Runde haben. Jo, ansonsten ist da nichts Neues. Ah, wir können wieder was Neues entwickeln. Haben wir noch einen Wisp irgendwo? Nein, haben wir nicht. Da muss man Held das bauen. Nämlich das Tor des Kargott. Beschwört Imps aus der Unterwelt und ermöglicht Aufwertung Magie. Irgendwann mal. Jetzt hat. Eure Gebäude werden angegriffen. Du wandelst um? Das glaube ich nicht. Mein Fürst. Und vergiss ihn doch einmal. Das gibt's ja nicht. Einzigartiger. Natürlich. Ach, einen alten Horst hätte ich noch bauen können. Dann bauen wir einen Horst. Oh, das ist eine Goldmine. Schön. Jo, haben wir dann diese Sklavendinger da. Auch die Goldmine. Klapp, klapp, klapp. Habe ich die umgewandelt? Nein. Dann macht das noch schnell. Jo, wie das Tor schon gesagt hat, seiner das kann man so schlecht anwählen, irgendwie. Das ist so klein jetzt hat. Hat hier eben das Unterwelt, den Kargott, den Titanen und die Meditation. Das finde ich auch ganz praktisch, dass endlich mein Charmezauber bessere Auswirkungen hat. Bessere Chancen. Den Phönix, den kennen wir auch, der kann umwandeln und Feuerschaden machen und wir können den Horst erweitern, natürlich. Das ist kein Assassine, oder? Ne, ist Kämpfer, gut. Ich hab immer Angst vor Ork-Assassinen, weil da rechnet man nicht mit, dass die Assassinen werden können. Können Minotauren auch nicht, aber Minotauren spielt meistens Assassine. Ich weiß auch nicht warum, weil die so stark sind halt. Aber ich glaube, der Assassinenwert beruht auf dem Stärkenwert, kann es sein. Naja, komm. Geh noch kaputt, dann ziehen wir zurück. Gut. Haben wir denn was Neues hier zum Entwickeln? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war es auch schon. Bei den Dunkelelfen, ja genau. Die haben mal dieses Assassine hier noch und den schwarzen General dann auf Stufe 5. Den kennen wir noch nicht, aber der kann sie unsichtbar machen. Jo. Gehen wir mal hier, machen wir dann mal eine schöne kleine Armee und gehen da hier hin. Und. Jo. Ansonsten kann man nichts machen. Diese Dings, der dunkle Reiter haben nichts. Dunkelheit durchschreitet das Land. Ganz genau. Aber haben keine besondere Fähigkeit leider. Und die kann man glaube ich nicht opfern. Man kann nur Infanterie. Weil ich habe das Opfer noch gar nicht ausgewählt. Das bekommt man das entwickeln? Da? Nein, da unten. Wir haben es entwickelt. Genau, hier, Mana und Opfern. Und gleichzeitig bitte noch hier am Horst die Harpienhexe und die Harpie. Und die Meditation. Jo. Zu den Waffen. Zu den Waffen, du sagst es. Zu den Waffen. Nenn dich kleine Armee. Jo, den Titan zeige ich bei anderer Gelegenheit mal, weil das dauert jetzt zu lang. Bis ich den jetzt entwickle. Oder vielleicht kämpfen wir irgendwann gegen ihn irgendwann noch. Oder so, genau. Der Hexer hat eine Feuersäule, kennen wir glaube ich. Also einfach so eine Feuersäule, die Schaden macht. Zombies, ruft Zombies herbei. Ach genau. Aber für 45, da kann man nämlich auch hier, wir können auch in Gebäude rein, also in Minen rein, genau. Deswegen ist es auch ganz gut dann. Ja, der kommt hin. Und der Sturm finden, das macht Tag zu Nacht und lässt es regnen. Da sind dunkle Elfen irgendwie besser, kann das sein? Haben die dann höheren Ausweichwert? Nein, ich glaube nicht, keine Ahnung. Preis den Blutgott, genau. Aber warum sollten wir es dunkel machen können? Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die Karte jetzt glaube ich schon. Ich guck noch kurz, was in der Truhe so ist. Ah,
Ah, Magie und Magie, super. Bin auf dem Weg. Zwei Magiestäbe. Werden angegriffen. Ja, werden angegriffen, weiß. Ja, Murus Alconda. Was auch immer. Warum kann ich nicht Deutsch reden? Das ist hier auch deutsche Zaubersprüche. Ja, komm. Wieder rein. Dann können wir die restlichen noch wild stellen. Um dann den Rest zu suchen. Still! Jo. War das was zum Entwickeln? Ich glaube nicht. Halt auf Stufe 3 wieder Drachen. Beim Dings da. Beim Horst. Und die Harpien können Mana entziehen. Das wissen wir auch. Bin ich nicht schön. Ah, ein Schrein, das war ja lang her, oder Mausoleum. Jo, du kannst, wie gesagt, hier Eier legen, aber haben wir jetzt noch keine? Sehen wir da noch keine? Weil die können nämlich nur Eier legen, die Gegner getötet haben. Oder? Legt Eier in Opfer ab, genau. Hm, lecker. Ihr habt zu viele Männer. Jo, ist doch wurscht. Jo, dann suchen wir nach den restlichen. Diese Zombies hätten eigentlich noch die, Eigenschaft, dass sie aus Leichen Rohstoffen gewinnen, aber das kann man, glaube ich, nur bei den Untoten entwickeln, die Zusatzfähigkeit. Und ich kann euch dann das Opfer mal zeigen. Na, jetzt nicht bei dem einen. Ja, nein. Wo sind der restliche noch? Gibt's hier noch irgendwo was? Nö. Wo sind der restliche Gegner? Ich suche die Minimap ab. Aber ich finde gerade nichts. Ja? Nee. Aber du kannst hier mal. Aus der Erde. Oder liegt es noch an den beiden Türmen? Das kann aber kaum sein. Aber sag niemals nie, deswegen greifen die Türme an. Forschung abgeschlossen. Ja, was für eine Forschung? Ach ja, die komische Magie. Ist da. Zauberfähigkeit. Ja, es kann echt sein, dass es noch da liegt. Gebäude zählt übrigens nichts für dieses viel Spinneneier. Das ist auch logisch. Ja, vielleicht liegt echt an den beiden Türmen. Ist ja extrem lächerlich, aber. Was ist nicht extrem lächerlich? Komm, mach hin. Wo ich bin, ist der Ärger nicht weit. Haben wir's dann mal. Und jetzt geben sie auf. Das lag echt nur daran. Nun gut, dann haben wir die Hauptstadt der Orks. Die allerdings nicht so beeindruckend war irgendwie. Nur so ein kleines Lager drin, das ist doch keine Hauptstadt. Das ist doch 3 Quadratmeter. Nun gut. Yay! Ihr seid Sie. Ich weiß, Frau, danke dir. Jetzt kommen wir in die schöne Szene mit dem aufgespießten Hedebadenmensch, den kennen wir auch. Keine Stufe erreicht, ja, wie auch. Es war viel zu wenig los, dann nehmen wir mal den. Achso, einen Weißmagier haben wir noch. Dann nehmen wir mal. Hallo, die Biene Maya in unser Team. Und den Karko, links da. Karkon. Oder Charkon oder irgendwie so. Auf jeden Fall sehen wir jetzt wieder, wenn wir die Musik unterdrehen, dass die Hauptstadt der Orks einen Dolch hier reinbekommt. Alles schön brennt, die Türme in Trümmern liegen und der Mensch an der Hellebade baumelt. Alles wie gehabt. Jo. Und wir haben die Hauptstadt der Orks erobert. Sieg! Oh, eine Invasion. Haha, endlich. Das gibt nämlich auch manchmal. Die Feen sind heimlich in unsere Ländereien eingedrungen. Wenn sie der einfallenden Armee in einer offenen Schlacht Einhalt gebieten, behalten sie ihre Ländereien Feuerwald. Oh, die wollen ihre Hauptstadt wieder erobern und erhalten doppelten Tribut. Akzeptieren sie ihn? Na klar. Dann machen wir das noch schnell. Wahrscheinlich erst in der nächsten Runde. Dass wir das auch mal sehen, dass die Gegner auch angreifen können. Das gibt es nämlich auch. Extrem selten zu ergeben, aber es gibt's. Sie wollen ihre Hauptstadt zurückerobern. Ha, diese Idioten. Zufällige Karte wird erzeugt. Und natürlich hier mit der zusätzlichen, den 30 Punkten zusätzlich und dann kein Gebäude. Achso, das ist nur ein kleines Intermezzo dann. Ich muss mit Menschen spielen, aber das macht nicht unbedingt. Dann nehme ich mal meine besten Männer hier. Und, ja. Ein Ritterfürst, ein paar Bogenschützen. So vielleicht 11 und den Rest ganzen Träger 12. Wunderbar. Auf geht's. Dann
werde ich jetzt als Intermezzo zu machen. Das heißt, ich werde hier kein Gebäude übrigens. Einfach nur meine Armee gegen ihre Armee. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dann, Servus und Ciao.